Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Replay of the Week. Und heute haben wir den AMX CDC in petto. Und da muss man wirklich sagen, das ist eine richtige Killerrunde. Ich glaube, das ist die Runde, die mit Abstand die allerbeste Runde darstellt, die wir hier jemals gesehen haben werden. Also das solltet ihr euch jetzt nicht entgehen lassen. Der Damage ist sensationell. Die XP ist die höchsten, glaube ich, die wir jemals gesehen haben. Und es geht mit einem geilen Jump schon mal in das Ganze rein. Wir sehen, er ist hier in einem Gleichtiergefecht so gesehen. Also lauter Achter, Karte ist Klippe. Das ist schon mal gut. Da kann er schon mal auf jeden Fall zeigen, was er kann. Ohne, dass er jetzt von Zehnern auch die Mütze bekommt. Wobei, durchkommen tut bei dem Panzer sowieso jeder. So, da hat er schon den ersten aufgemacht. Aber weit genug war er noch weg. Kein Hit auf ihn und er konnte schon mal ein bisschen Spotting-Damage dafür sich holen. Und hier die nächsten, die er aufdeckt. Den IS-3. Allerdings, der Schuss ging noch ein bisschen daneben. Jetzt macht er den nächsten auf. Aber auch hier prallt er jetzt ab. Deckt jetzt da einiges auf. Aber in dem Fall leider noch nicht, dass er dafür viel partizipieren kann. Jetzt stand schon am IS-3. T-34 gibt ihn da einen. Aber er bleibt hier trotzdem oben, weil er will weiterhin da schießen. Gun Depression ist natürlich absolut in Ordnung dafür. Da kann man gut mitarbeiten. So, aber der Gegner weiß schon ganz genau, wo er steht. Keine Art im Gefecht, das ist jetzt sehr positiv für das Ganze. Und jetzt auch der T-34 bekommt da jetzt mal sein Fett weg. 1137 schon Unterstützungsschaden. Da der Blindshot ganz schnell gesnappt. So, jetzt hier auf den T-34, aber der prallt ab. Trotzdem kriegt er da wieder den Spotting. Und der sitzt. Da hat er ihn sogar die Kette gezogen. Und kriegt da auch noch die 84 Kettenzerstörungsschaden. So, jetzt will der Super Pershing da auch nochmal hoch. Aber auch der kommt hoch, kriegt sofort die Schellen ins Gesicht praktisch. So, seitlich geht auch nochmal eine mit. Sehr schön. Also jeder bekommt jetzt da mal sein Fett weg. So, der T-34, da muss er echt aufpassen. T-34 hat natürlich eine unfassbar unangenehme Kanone. Aber bisher hat er das super im Griff. Auch der Super Pershing. Jedes Mal, wenn er einen hochbekommt, wollte ich schon fast sagen. Entschuldigung. Wenn er hochkommt, kriegt er da einen rein. Der Satz ist... Naja. So. T-34 schickt sich da an, ein bisschen weiter vorzukommen, aber erstmal den Piloten, trifft ihn zwar, aber leider macht er ihn da nicht weg. So, oh, Super Pershing hat er da zerstören können. So, und jetzt wird es den T-34 scheinbar so langsam zu bunt, aber er drückt noch nicht wirklich rum. Er hat Gott sei Dank noch ein bisschen was an Team hinter sich stehen, aber er steckt da auch nicht zurück. Der macht einfach weiter. Als ob der Gegner kaum eine Kanone erkennen würde. Das ist ja Wahnsinn. So, den IS-6 auch sehr schön gesehen. Der wird sofort begrüßt. So, jetzt bekommt er von seinem CDC auch noch eine rein. Das ist unbedingt dieses noch schnell mal selber den Kill abstauben. Das ist natürlich ärgerlich, dass er da 242 Hitpoints abgeben musste. Und hier kommt schon jetzt der Panther, der wollte eigentlich von der anderen Seite kommen, dachte sich jetzt super, dann mache ich es mal so, aber da hat er die Rechnung nicht mit ihm gemacht, denn er begrüßt ihn hier auch sofort.
So, jetzt prallt er sogar noch ab. Und da hinten hat er jetzt niemand mehr gegen sich. Das heißt, das Wackeln hat nichts gebracht. Und die Mitte ist jetzt offen. Das heißt, vielleicht kann er sogar sich jetzt den T-34 mal schnecken. So, der erste saß. Jetzt will er ihn, ich wollte gerade sagen, nicht rammen. Jetzt guckt er ihn sogar seitlich fast schon an. Wie in Top Gun, wo Maverick über die MiG fliegt. Und da das Foto macht. Fast so dreist war die Szene jetzt gerade. So, jetzt muss er aufpassen. Jetzt bekommt er da von dem Pilot nämlich eine rein. Hat nur noch 329 Hitpoints. Aber sehr schön. Die Granate fliegt genauso, wie er es braucht. 5 Kills. 5000 Damage schon. Der Snapshot aufs Objekt 252U. Ah, der saß leider nicht. Aber er schießt jetzt auch weiter mit normal. Er wechselt nicht auf Premium. Nochmal einen. Und jetzt hat er daneben geschossen. Das ist seine Chance, den jetzt wirklich final wegzumachen. Jetzt bekommt er von seinem eigenen Teammate da einen rein. Hat er jetzt Glück, dass der abgeprallt ist. Denn sonst wäre der Schicht im Schacht gewesen für ihn. Das war nämlich deutlich mehr Damage, als er selber gehabt hätte. Also das war wirklich lucky. So, jetzt kommt er da nicht auf die unten drauf. So, der IS-3 da in der Mitte. Ah, da geht er drüber. Zack. Jetzt braucht er nur noch einen. Muss aufpassen. Er ist nämlich One-Shot, aber der IS-3 wollte unbedingt den Revaloriseur haben. Da konnte er auch den noch schnell wegmachen. So, was haben wir jetzt noch? Einen Oho, ein Super Pershing und eine ISO. Also eigentlich jeder, der ihn fast mit einem Schuss wegmachen kann, außer der Super Pershing vielleicht. Nicht unbedingt. So, da schaut er schon. Und Gott sei Dank macht er so einen niedrigen Schaden, wie ich schon gesagt habe, nicht unbedingt. Denn der macht natürlich mit normal AP recht geringe Rolls. Aber jetzt würde der nächste reichen. Aber eben für ihn auch. Damit konnte er sich den wegnehmen. Oh, der Hoho ist ja noch fast voll. Das gibt's ja gar nicht, dass der noch so viel hat. Die ISO. ISO hat geschossen. Das ist jetzt seine Chance, da weiter drauf zu bolzen. Erster müsste gesessen haben. Vielleicht haut er einfach nochmal einen zweiten raus. Nein! Das gibt's nicht. Gar keiner hat hier durchschlagen. Jetzt saß er. Der nächste, der macht ihn dann weg. Komm, Junge, hau ihn rein. Nein, das gibt's doch nicht. Da kratzt er ihn nicht mal an. Und jetzt musste es echt schnell gehen. Sehr schön. Jetzt hat er den blind rausgenommen. Jetzt muss es schnell gehen, weil, wie gesagt, er muss jetzt auf den Oho schießen, solange der VK noch lebt, weil sonst wird es gegen den Oho eine ganz unfassbar ekelhafte Angelegenheit. So, und jetzt will er sich hinter den Oho setzen. Da ist er dahinter. Da kettet er ihn. So, der Oho dreht jetzt seinen Turm langsam, aber behäbig. So. Jetzt kann er den von hinten da niederfarmen, weil der Oho jetzt darauf spekuliert, dass der VK noch kommt.
Das heißt, er hält ihn jetzt hier getrackt und macht ihn da jetzt weg in bester Manier. Besser kann er es nicht machen. So, jetzt dreht er komplett zu ihm hinter. So, jetzt hat er sich dahin gedreht. Jetzt wartet einfach eine Zeit lang. Und dann probiert er es nochmal. Das kann er jetzt natürlich bestens machen. So, und jetzt hat er wieder die Chance. Muss aufpassen. Und da macht er ihn weg. Holt sich den 10. Kill, damit die Pool hat 8267 Damage gemacht. Und sage und schreibe 2606 Basis-Erfahrung. Ich glaube, so krass hatten wir es noch nie. Und wenn er Premium-Account gehabt hätte, dann wären das mit dem persönlichen Bonus 240.000 Credits netto gewesen. Einfach unvorstellbare Zahlen, aber das ist halt das Replay of the Week. So soll es sein und ich glaube, besser kann man es nicht machen, mit einer Prise Glück natürlich. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Follow da. Ich würde mich freuen. Euer Alcaramba.